Siedler. In diesem Video geht es nun mal um die Zeitrechnung der Produktionen. Wir wissen ja, das hat jetzt gerade eben angefangen neu, und wir wissen, wir sehen hier nicht mehr den Countdown, wann die Produktion zu Ende ist. Es steht immer nur die Gesamtproduktion hier. Das werden wir jetzt da vielleicht ein bisschen besser sehen. Man weiß, diese Produktion dauert eine Stunde, eine Minute, aber wir haben jetzt hier schon ungefähr die Hälfte. Wie lang dauert dann eigentlich noch diese Produktion? Warum ist das oft so wichtig? Überhaupt bei Produktionen, die länger dauern, weil man sich oft sagt, so wie hier die Markenprägerei, die dauert eben 3 Tage. Da ist es sinnlos, wenn ich jetzt eine Förderung raufschmeiße, ja. Vollkommen sinnlos. Da schmeißt man dann eben eine kurze Förderung mit hoher Prozenten rauf, ja. Also wenn das dann in etwa hier ist, dann schmeiße ich eine Förderung rauf, die haben meistens 1 oder 2 Stunden und bringen aber 200-300%. Wenn ich weiß, gut, okay, das läuft jetzt hier in 59 oder in 58 Minuten aus, dann schmeiße ich eine Förderung rauf und somit habe ich dann auch den dreifachen oder vierfachen Auswurf. So, wie kann ich das aber jetzt dennoch irgendwie für mich machen? Viele merken sich es einfach oder schreiben sich auf, so jetzt fängt es an, und dann zählen sie einfach diese 3 Tage, 12 Stunden und 1 Minute, und dann wissen sie, gut, okay, das ist irgendwann einmal am Samstag fertig. Wer sich das ein bisschen erleichtern möchte, für den habe ich auf meiner Homepage hier und der Rechner so eine kleine Hilfe gemacht. Also diesen Rechner gibt es ja schon länger, ich habe ihn jetzt nur verbessert. Und zwar kann man da jetzt noch einiges mehr machen. So, den werden wir da jetzt einmal raus. Hälfte. So. Nehmen wir jetzt einmal diese Markenprägerei her. Also wie gesagt, ich habe sie jetzt gerade gestartet. Und sie läuft jetzt 3 Tage, 12 Stunden und 1 Minute. Ja, das schreibe ich jetzt einmal hier rein. 3 Tage, 12 Stunden und 1 Minute. So. Hier zeigt er mir das jetzige Datum an. Es ist jetzt Mittwoch, der 6. Januar, und es ist 0.55 Uhr. Die Produktion hat ihr Ende am Samstag um 12.56 Uhr. Also das weiß ich jetzt. Gut, okay, die Produktion läuft einmal bis Samstag 12.56 Uhr. Wenn ich mir das so merke, ist das schon gut und brauche ich an gar nichts weiteres denken. Und die Geschichte hat sich jetzt für mich. Ja. So, wenn ich aber jetzt den so wie hier habe, dass eben mir hier schon ein grüner Balken auch angezeigt wird und ich eigentlich wissen möchte, na gut, wie lang läuft es noch, dann habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach sagen, also das, was ich immer muss, ist hier mal die gesamte Produktionszeit reinschreiben, damit das berechnet werden kann. Das wären hier 1 Stunde und 1 Minute. So, jetzt weiß ich einmal, gut, okay, wenn das eine Stunde, eine Minute läuft, dann ist das um 1.57 Uhr ein Produktionszyklus zu Ende. Ja, jetzt sehe ich aber hier, gut, okay, das ist schon ein bisschen über 50 wahrscheinlich. Also dann kann ich da jetzt eine Schätzumative das machen und sagen, gut, okay, das sind, sage ich jetzt einmal, 53%. Dann rechnet er mir das da auch aus und sagt, gut, okay, das ist um 1.25 Uhr. Also es ist um 1.25 Uhr. Ende und läuft noch 28 Minuten und 40 Sekunden. Ja. So, wenn ich jetzt hier so. Die Uhrzeit hier verändert sich immer wieder, wenn ich eben jetzt hier das so irgendwie und da wieder eine Nuller reinmache, dann seht ihr, es ändert sich da die Uhrzeit dann eben, was hat man jetzt da bei den Sekunden gesehen, also es ist dann immer die aktuelle Uhrzeit. So, wenn ich aber das jetzt sage, gut, okay, dieses ungefähr Gesäusle ist mir irgendwie zu ungenau, ich möchte es ein bisschen genauer haben, dann könnt ihr diesen gesamten Balken hier mit dem Lineal messen. Bei mir ist er 43 mm lang, ja. Also das heißt, das schreibe ich dann da rein, okay,
Der Ganze ist einmal 43 mm, das wären dann eben 100%. Und dann messe ich mit dem Lineal einfach diesen grünen Balken. Ja. Und zwar auch in Millimeter, so wenn ich jetzt das Lineal hier so herhalte, dann sage ich, gut, okay, der Balken ist jetzt genau bei mir 25. So, der ist jetzt genau 25 mm und diese 25 mm schreibe ich jetzt eben hierher. Und das wären in etwa 58%. Und diese 58% schreibe ich dann eben hierher. Und somit weiß ich, aha, gut, okay, um 1.23 Uhr, in etwa, es ist noch immer ein kleines Ungefähr, wird das fertig sein. Das heißt, ich bin einfach schon ein paar Minuten früher wieder hier und kann dann eben eine Förderung, eine kurze raufwerfen. Aber das ist eine Stunde, da hat man sowieso vielleicht eine längere Förderung, so wie ich hier, die läuft ja über einen Tag. Da hat man sowieso eine längere Förderung schon geworfen. Wo kann man das jetzt trotzdem einmal schnell testen? Also wie gesagt, wenn man einmal diesen gesamten Balken misst, der ist überall gleich lang. So, ich kann das jetzt hier bei den Kupferminen zeigen. Und zwar, hier haben wir noch nicht so viel, ist hier, okay. Dann nehmen wir die. Okay, bei der ist es gut. So, jetzt müssen wir das hier löschen. Da kann man eigentlich gleich hier die Seite neu starten. Geht schneller. Fahrt runter. So. So. Und jetzt ist 3 Minuten 36. Das müssen wir hier mal reinschreiben. 3 Minuten 36. Also das, für das wird man den Rechner nicht brauchen, aber ich möchte nur zeigen, wie genau das in etwa ist. Ja, und hier können wir dann, eben brauchen wir nicht mehr viel mit dem Lineal machen. Können wir natürlich auch, dass das wären jetzt hier, ich gebe schon 35 mm rein, bis ich hier fertig bin, sind es dann eh schon 35 mm. Da schreiben wir 343 rein. Das ist die Gesamtlänge. Und hier schreiben wir dann eben die 35 mm rein. So, das sind 81%. Der wird jetzt dann schon auf 85 sein. So, und ich weiß, um 1.01 Uhr und 41 Minuten wird das in etwa fertig sein. Dann machen wir das einmal da auf. So, 1.01 Uhr und 41 Minuten. Dann sehen wir das jetzt hier dann gleich, wie genau sich das hier dann eben auch abspielt. So, und man sieht die Produktion. Jetzt habe ich hier 41 und ja, das waren jetzt genau 3 Sekunden ungenau. Aber man sieht, wie genau das hier eigentlich funktioniert mit diesem Rechner. Das kann man hier eigentlich mit ein paar, also hier einfach merken, hier stehen immer, also bei mir stehen hier immer diese 43 herinnen, das sind die 100%, das ist der ganze Balken und der hat eben überall gleich, der ist überall bei diesen Produktionen, bei den Minen und so ist der überall gleich lang. Ja. So, in dem Sinne, ich hoffe, der Rechner K ist für euch auch ein wenig eine Erleichterung und viel Spaß damit.